Herzlich willkommen zur 141. Folge Pyrandon mit Felix. Guten Tag. Herzlich willkommen zur Software. Oh. Mal gucken. Daran am Nickel vorbei zum Quarz. Okay. Wenn du stirbst, schrei bitte nicht. Ich hätte eh nicht helfen. Das will ich noch mit Daumen auch holen. Halt, dir ist dann eh nicht mehr zu helfen. Boah, lass einfach liegen. Richtig, lass ich ja. Mal schauen, was da so schön ist. Schön schon mal gar nichts. Ah, mal abwarten. Ich denke mal, wir werden nach links, glaube ich, eher Platz haben als nach unten. Vermutlich ja. Bist du ja ein Gegner oder was bist du hier? Ne, was ist denn das hier? Chromium, das ist ja. Hier haben wir nochmal Eisen. Und Mühe. Ja. Oh Mensch, guck mal, hier unten ist ja Kohle. So was hast du da? Das ist schon ein bisschen krank, dass du sowas da hast. Hier kommt schon wieder Wasser. Immer diese Angeber mit ihrem Wasser. Er hat nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Doch er hat nichts zu saufen. Entweder können wir ja vergessen. Eigentlich bräuchte man ein Steinfeld oder sowas, ein relativ großes Steinfeld. Naja, eigentlich nicht so hundertprozentig, weil du Stein ja relativ viel bei der Erzverarbeitung rausbekommst. Du bekommst ja Stein sofort wirklich bei allem. Was ist das hier? Baum, 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 Baum. Nein, Borax, Borax. Schild, ich hing im Wald fest. Hänsel und Gretel. Naja, so. Na dann. Das hier sind nur irgendwelche Spuckers. Hier kommt auch schon die Avatar. Das freut mich doch, dass du da sowas findest. Wo bist denn du gerade? Du läufst. Achso, du läufst nach oben. Langsam und stetisch, aber so ähnlich, ne? Ja, ne, hier, ich muss mal einen kleinen Umweg laufen. Hier ist ein grüner Spucker und zwei grüne Weißer. Die mag ich nicht. Die mögen dich noch weniger. Ja, könnte man fast davon ausgehen. Zum Glück hat man hier nicht so den Movement Speed wie in anderen Mod-Paketen. Sonst könntest du ja. Wie heißt das hier? Diese komische Spinne da. Spider-Ton. Ja. Ich habe übrigens ein Steinfeld gefunden, wenn du dich schon darüber beschwerst, ne? Was ist denn das? Oh, 12 Millionen. Ja, guck mal, ja, ich hab Kohle. Ich habe ein paar Alien-Nester, die mir ein bisschen Angst machen. Mhm, kenne ich auch, ja. Nein! Okay, ich bin tot. Hast dein Inventar wenigstens vorher leer gemacht? Nein, habe ich nicht. Das ist natürlich ganz ungünstig. Mann, 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 was kannst du eigentlich? Der Vorteil ist, ich glaube, ich muss jetzt noch einmal quer nach unten wieder laufen.
Voraussetzlich kommen wir irgendwo durch. Bin ich denn gestorben? Wir haben so wenig Steinfelder, ne? Bis da 30 Millionen. Ja. Okay. Blöd ist halt jetzt nur, dass es so auch dunkel wird. Wir haben viel zu viel Kohle. Muss man jetzt echt mal überlegen, was man mit der ganzen Kohle macht. Naja, das Problem ist, wir haben viel zu viel Kohle, weil wir unsere Kohle künstlich herstellen, ne? Würden wir unsere Kohle nicht gerade unbedingt aus dem Holz herstellen und so weiter und so fort, wäre das Ganze gar nicht mal so schlimm. Aber wir stellen unsere Kohle ja künstlich her und deshalb ist es natürlich für uns noch schlimmer. Nee, das ist gar keine Kohle, das ist Blei. Ja, wo bin ich denn gestorben? Da bin ich heute gestorben. Irgendwie hier, oder? Grob, ja. Du bist eigentlich da gestorben. Na gut, das heißt, wir müssen das System dann so bauen, dass wir Sachen aus Holz machen. Noch mehr Steine. Na, eigentlich müssten wir alles so umbauen, dass wir präferiert erstmal unsere ganze Kohle verbrauchen, bevor wir irgendwas aus Holz und unendlich herstellen. Aber Holz ist natürlich sehr empfehlenswert, weil du Holz natürlich erstens Umweltverschmutzung verbrauchst und zweitens ohne irgendwas anderes herstellen kannst, ohne Probleme. Ja, wir müssten halt das neue System so bauen, dass wir halt auch normale Kohle, beziehungsweise Rohrkohle, zu normalen Kohle umbauen können. Und die dann halt damit einspeisen können. Richtig. Ja, was ist das nächste Nest? Oh, ein Steiner. Oh, wow. Okay. Das sind doch auch nur 39 Millionen. Also viel größer als die ich hier schnatzen sie auch nicht. Ja. Oh, ich habe deine Lieblingsressource. Moment, ich bin wieder da. Und ich glaube, du hast Besuch, ja. Machen wir ganz kurz eine Aufnahme auf Pause. So, da sind wir wieder. Schlimm mit dem Kurze Typen. Pause. Personalausweis wurde geliefert. Was ist das denn hier? Ach, Zinn, da kommt nochmal Aluminium. Jetzt steht endlich Master of Disaster an deinem Ausweis, oder wie? Nee. Oh, älter. Okay, 320 Millionen Aluminium. Okay. Bist du schon gelaufen? Mitten ins riesen Alien-Nest. Ich wollte gerade sagen, da geht's nicht weiter. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, nach links wegzugehen. Na, guck mal. Hier, wo ich, ja. Gut, das Wasser läuft dann bis dazu. Schön, die Aliens haben sich auf ein kleines Steinfeld gesetzt. Was sitzen die hier auf Nickelfeld? Und die hier rechts unter mir haben sich auf ein riesen Kupfer und ein riesen Quarzfeld gesetzt, ne? Und das Quarzfeld ist wirklich riesig. Oh, und da ist nochmal Raw Coal. Oh, wie toll! Hey, nur ein Ding aufgedeckt und schon 154 Millionen. Ja, ich wollte es auch nur aufdecken, dass man weiß, dass es da ist, wenn man es mal suchen sollte. Und unter mir ist wieder Stein. Jetzt stecke ich ja mitten im Wald fest. Alter, Wald ist hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz schön. 372 Millionen Quarzohr. Ja, ist ja fast so gut wie meine 320 Millionen Aluminium, die ich hier habe.
Was kommt hier jetzt noch so Schönes? Njob. Nest. Okay. Nochmal Njob. Aber es gibt auch viele kleine so eine Steinfitzel, ne? Wo dann halt wirklich auch nur für drei Erzförder drauf, genau, wo dann trotzdem so 6 bis, was weiß ich, wie viele Millionen drin sind, ne? Allein ich habe jetzt hier hinten schon 2 oder 3 so eine kleine Steinfitzel. Was ist das denn hier? Kohlereserve. Ja. Von dir gibt's auch ein paar, ja. Da oben rüber ist. Ah, okay, hier ist das Wasser. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier im Wasser lang laufe, müsste ich. Nee, das ist wahrscheinlich auch nicht. Oh, das ist gut. Ich habe Eisen gefunden. Ja, großes Eisen. 77 Millionen. Was hatte ich da aufgedeckt? Wo war ich denn da? Das waren 14 Millionen, okay. Oh, hier gibt es auch nicht Uran. Oh, da kann ich nicht hin. Hm. Ein Nest, zweites Nest, noch ein Nest. Okay. Oh, das war knapp, ich glaube, da recht schon. Viertes Nest daneben, okay. Da so schönes zum Vorschein, Zink. Und noch ein Nest. So, jetzt mal irgendwo. Du läufst da lang. Oh, kann ich ja eigentlich hier erstmal gerade so laufen. Ja, eigentlich bin ich gerade dabei, die ganze Fläche hier einigermaßen aufzudecken, damit man weiß, wo man Nester wegmachen muss. Oder wo man Nester hier nachher später im Weg hat. Und was man hier mit Ressourcen zu kämpfen hätte. Und Wasser. Dann, ja, und die beiden dann danach mal mit rein. Auch wenn das nicht viel bringen wird. Ach, noch mehr Kupfer. Alter. Das Problem ist halt, dass Feuerrad und Schaden prozentual sind. Das heißt, wenn das jetzt feste Zahlen wären, so. Wenn ich einen Schaden mache und darauf 20% bekomme, mache ich immer noch nur einen Schaden an den Viechern, so ungefähr. Nee, 1,2. Ja, aber die 2 werden abgerundet, vermutlich von dem Spiel her. So wie wir unser Lieblingsspiel kennen. Das kann natürlich durchaus sein, ja. Aber ich sage mal, wenn das Wasser hier nicht in der Mitte wäre, hier rechts von mir, dann hättest du hier eigentlich schon echt. Ja, und das Wasser, was du gerade bist. Richtig. Das Gute ist natürlich, dass wir jetzt weggelaufen sind, wo wir einigermaßen gut jetzt wenigstens forschen. Ja. Komm, jetzt machen wir was zusammen, aber dann können wir nämlich gleich schon anfangen, Schienen zu bauen, wenn wir wieder zurück sind. Und hat man die Roboter schon durch? Nee, die Roboter sind nach den ganzen Schienensachen erst. Es macht aber keinen Sinn, die vorzuwerfen, weil wir die ganzen Zugsachen auch brauchen, um Bauroboter zu bauen. Wissen Sie, dass sich Bauroboter in irgendeiner Hinsicht lohnen. Ja, aber da könnten wir schon mal Gleise bauen. Was habe ich da jetzt noch drin gehabt? Du willst mal so sagen, du willst Gleise bauen und du hast Munitionsdinger, die beiden gehabt. Also einmal schnell. Kann ich mal gucken? Kann ich mal gucken. Wie viel Munitionsschaden wir machen? Wir machen aktuell 8 plus 0,8 physisch. Mit roter Munition. Also eher so. Und unsere Türme haben eine Feuerrate aktuell von 10 plus 1 pro Sekunde. Aber das ist gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Ja, wir haben halt aber trotzdem an den großen Dingern nur einen Schaden oder sowas, ne? Pro Kugel. Ja. Das ist halt der Nachteil. Und wenn man das jetzt hochrechnet, du hast mit einem Magazin 10 Schuss und wenn ich jetzt die 10.000 Munition, die ich dabei habe aktuell, verballern würde, dann hätten wir 100.000 Schuss. Das heißt, ich würde 100.000 Schaden aktuell an den großen Viecher machen.
Die haben aber 2000 Leben oder sowas in die Richtung. Ja, so ein riesiger Speier hat 1500. Aber in Speier machst du doch mehr Schaden als einen, glaube ich. Weil die Speier haben, glaube ich, ja weniger Rüstung. Ja. 30% weniger. Was ist trotzdem weniger? Die, also nicht, die Spucker haben nämlich keinen Widerstand gegen physisch. Die haben nämlich nur gegen Explosion. Wie viele Steine? 37 Millionen. Ich jogg dir davon. Oder auch nicht, ich bleib in allen Bäumen hängen. Pink Player, Pink Player. Irgendwas? Was ist das? Baum. Okay. Oh, das Eisen, ganz viel mit Blei drunter. Das ist ja auch toll. Ich hänge im Wald fest. Versuchen wir gerade um diesen See rumzulaufen? Ich probiere es zumindest, ja. Was du probierst, weiß ich nicht. Ich kann leider nicht Gedanken lesen. Ich wollte nämlich eigentlich gucken, wie groß der Umfang von diesem See ist. Weil das ist ja auch wichtig zu wissen und ob da irgendwelche Nester super nah dran stehen. Weil wenn wir uns jetzt, was weiß ich, da aufbauen sollten an der Ecke oder sowas, dann zieht das natürlich alles übers Wasser rüber. Kohle. Mhm. Sind ja auch nur 350 Millionen. Ja, aber wir haben genauso viel in unserer Basis mittendrin stehen, das ist ja das Tolle an der ganzen Geschichte. Da kommt irgendwas ganz Tolles anderes. Wieder Borax. Oh. Ist das nicht Borat? Oh, toll. Da ist ein Nest super nah am Wasser. Das ist natürlich geil. Und ein großes Nest. Und darüber ist direkt Quarz. Ich weiß, das erste gelaufen. Super, ja. Dann hätte ich gegen gekämpft, mein 500 Türme und den 10.000 Munition. Jetzt, wenn die Steine hängen bleiben, da sehe ich mich auch. Oh, wir laufen wieder in das nächste Nest rein. Ist ein Boot dabei? Habe ich was dabei? Ein Boot? Nee, sowas haben wir leider nicht. Außer. Aber das siehst du ja, die Beißer haben physisch 12-10% Verteidigung. Und die anderen, die Speier, haben nur Explosion. Und deshalb sind die Beißer so OP gegen unsere Türme. Weil wir natürlich nur physischen Schaden aktuell haben. Aber deshalb sind Lasertürme ja auch so gut, weil... Wollen wir mal gucken, ob wir nochmal relativ gerade nach oben kommen? Können wir machen, aber ich weiß nicht, was du hoffst zu finden. Aber hier sieht es ja eigentlich auch noch relativ gut aus. Richtig.
Highspeed hinterher. Netto, ist das Uran? Ist auch gefühlt das erste Uranfeld. Nee, warte, hier unten ist auch noch eins. Ja, aber wir haben ja trotzdem gefühlt verhältnismäßig fast nichts an Uran. Aber wenigstens ist da Eisen neben. Ah. Da ist ja direkt ein Nest drauf. Ja, das wird auch ein Riesenfehler, was da jetzt kommt. Oh, das Titan, geil. Das ist auch ein Riesenteil wieder. 308 Millionen. Und da oben ist das Nickel nochmal? Jop. Wollte bestimmt eigentlich Nickel schreiben und dann. Oh! Da drüber ist Eisen nochmal. Aber ein kleineres. Da kommt nochmal irgendein Erz, Molybden. Ich denke mal, der Bereich ist schon echt nicht schlecht. Ja, Problem ist halt bloß, an allen Stellen haben wir so Probleme. Ich glaube, fast das Traurige an der ganzen Geschichte wird fast sein, dass es sich fast lohnt, da einmal Landfill, den ganzen unteren Bereich davon zuzuknallen. Und dann kannst du gefühlt von da nach da, wenn du das Nest sogar wegmachst, noch einmal hier die Riesenkurve lang. Dann machst du das noch weg und dann kannst du noch darüber. Da sind eigentlich zwei Nester drin, da musst du nur ein bisschen Moondrops halt rumsetzen und tonnenweise Landfill. Und das Gewässer könnten wir auch zuklatschen, müssten halt nur das Nest wegmachen. Ich denke, ja, und dann weiter auf Lauf vielleicht das da. Aber ich denke mal, wir kommen so eigentlich relativ gut an. Also ich denke mal, wenn wir aus welchem City Lock jetzt hier zwischendrin anfangen, so in dieser Richtung, und uns dann langsam nach rechts, oben, unten weiter vorbereiten. Das war, vielleicht ist als erstes die drei Nester wegmachen, das Nest und das Nest. Richtig. So, du hast alles dabei oder was sagtest du? Ich habe das dabei, was ich mitnehmen konnte, ja. Alles habe ich nicht. Es müssten 2000 oder so Munition noch da sein. Dann könnten wir ja theoretisch an dem Nest als erst anhalten. Richtig, wenn wir nicht unbedingt gerade in das Nest unter uns reinrennen, ja. Müsstest du mir nur noch ein bisschen was an links abgeben. Munition. Das ist nur markieren. Wo welches war das? Aber ich würde sagen, das Kämpfen machen wir erst in der nächsten Folge. Das heißt, wir rennen jetzt zwischen den Folgen runter und dann treffen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.